Hallihallo, wunderschönen guten Morgen. Ja, ich habe mich jetzt eine Weile gar nicht mehr so gemeldet hier auf den Stories. Und heute brennt es mir unter den Nägeln. Wisst ihr warum? Es war Vollmond. Full Moon Night. Also sozusagen heute Morgen erst um 4 Uhr, weiß ich nicht, 25 oder so ähnlich, hatten wir einen ganz, ganz intensiven Vollmond. Es war auch ein Supermond. Es muss auch eine Mondfinsternis gewesen sein. Und das Ganze im Zeichen der Fische. Wie wir ja wissen, die Fische, eine sehr emotionale Energie. Und ich kann euch nur so viel sagen, ich habe so himmlisch geschlafen heute Nacht, was eigentlich sehr untypisch ist für mich an Vollmondnächten. Da bin ich nämlich sonst eigentlich eher unruhig und quirlig. Heute Nacht war es himmlisch. So, ich nehme jetzt auch meine Essentials ein, wie jeden Morgen eigentlich, Ritual, das ist aber gar nicht das Thema. Ich wollte euch erzählen, dass ich so selig aufgewacht bin heute Morgen, so mit einem beseelten Gefühl. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben und ich habe nur gedacht, wie dankbar kann ich denn sein? Jetzt, genau in diesem Moment, ich bin aufgewacht. Verstehst du? Ich bin wach, das heißt, ich bin am Leben, ich bin lebendig. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich hatte ein gemütliches Bett zur Verfügung. Meine ganzen Körperfunktionen schalten sich gleich wieder ein, wenn ich aufstehen darf. Ich war wirklich so beseelt. Ihr seht es jetzt an meinen Augen auch wieder. Das ist eine so schöne Energie. Und ich glaube, das ist das, was ich heute in diesen Tag hinein tragen möchte. Sei einfach dankbar für das, was du hast. Ja, und ich habe gerade gemerkt, ich möchte gerne noch die Polaritäten so ein bisschen ansprechen. Ich habe ja sehr viel zu tun mit Menschen, ja, die leben auf einer, ich würde mal sagen, materiellen, ganz anderen Ebene wie ich. Die können sich alles leisten, die kaufen sich zweimal schicke Autos im Jahr, die haben wirklich teure, qualitativ hochwertige Kleidung an, die leben in schicken Wohnungen, die gönnen sich Reisen ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Das sind alles so materielle Dinge und ich gönne es jedem von Herzen, absolut. Ich gönne dir das wirklich von Herzen, jedem von euch. Nur ich komme wieder zurück, ich merke das gerade an meinem Bauchgefühl, dass es auch wichtig ist, es in die Welt hineinzutragen, dass es wichtig ist zu verstehen, wie Dankbarkeit funktioniert, wie Heilung funktioniert, wie du mit deiner Seele umgehst, wie du mit deinem Körper umgehst, wie du Selbstliebe praktizierst, weil das können wir nämlich nirgends kaufen und das erzähle ich den Menschen jeden Tag. Ja, und PS ganz zum Abschluss noch sehr, sehr gerne. Es hat ja jeder seine Art und Weise, wie er lebt und welche Prioritäten er im Leben oben ansetzt oder weiter unten ansetzt oder in der Mitte ansetzt. Und ich kann dir nur von meiner Welt erzählen, das ist das, was ich für richtig halte für mich. Meine oberste Priorität in meinem Leben ist mein Körper. Ich und mein Körper, meine Seele, mein Geist, mein Mindset, dass es mir gut geht. Da gehört die Gesundheit natürlich dazu, da gehört Ernährung dazu und Bewegung und Sport und Entspannung und Schlaf müssen wir gar nicht ausbreiten hier. Aber das ist meine Priorität Nummer eins und da gehört der Ort dazu, wo ich auch lebe. Und an zweiter Stelle möchte ich euch auch noch mitgeben, ist es einfach meine Freiheit. Ich möchte einfach so frei sein, zu entscheiden, wo ich lebe, wie ich lebe, was ich tue, beruflich gesehen, privat gesehen und überhaupt. Und das sind meine beiden Prioritäten. Welches sind deine Prioritäten?